Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich war heute maximal verwirrt, als die Blessing-Box bei mir eingetroffen ist, denn eigentlich hatten wir ja letzten Monat die Doppelbox. Naja, aber ich würde sagen, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen diese Box zu erkunden, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Blessing ist eine Box, die monatlich erscheint normalerweise. Im Sommer haben wir eigentlich immer so eine Doppelbox, das heißt, wenn die halt quasi Frankreich, die haben ja, ich glaube, Juli oder August ist ja komplett alles dicht und dann bekommt man eine Juli und August Doppelbox, Doppelbox, doppelter Preis, doppelter Wert, doppelter Inhalt und ja, genau, aber jetzt die hier. Ich habe eben auch so ein bisschen recherchiert, das hier ist wohl wirklich so eine Extra-Ausgabe für diejenigen, die sagen, nö, Doppelbox, gar kein Bock, ich möchte jetzt lieber so eine kleinere Geschichte haben. 16,90 € kostet die normalerweise, 5 Beauty-Produkte sind hier auch drin enthalten, ne? 4 davon sogar in Verkaufsgröße und mit Blessing Claudine, das ist mein Code, könnt ihr sparen und zwar 5 €. Und es gibt aber auch immer wieder so Goodie-Aktionen, also da schaut mal in der Infobox vorbei und dann guckt mal auf der Homepage, was da gerade so die aktuelle Aktion ist und was euch einfach lieber ist, ne? Genau, ja, genau. Und der Inhalt dieser Box variiert, das heißt, ich kann euch hier nur eine Beispielbox zeigen. Möglicherweise haben Leute, die die Box auch sich bestellen, einen anderen Inhalt. Schaut dazu, das habe ich eben gesehen, bei Frankas Favorites auf jeden Fall vorbei. Die hat die auch vorgestellt, was sie so drin hat. Und Nicole Chiquitas Place habe ich auch eben gesehen, dass sie ein Video hochgeladen hat. Also, ne, da könnt ihr dann auch sehen, wie unterschiedlich gegebenenfalls der Inhalt ist. Ja, ich habe sie jetzt in PR zugeschickt bekommen und bin, wie gesagt, einfach verwirrt und wir schauen jetzt mal zusammen rein. Ich habe den Deckel entfernt. Das ist das klassische Format, was wir so als Monatsbox auch immer haben. Kannst du echt süß als Geschenkboxen immer verwenden oder, Entschuldigung, zur Aufbewahrung. Dann haben wir hier einmal das Heftchen bzw. das Kärtchen. Mittlerweile machen das ja fast alle Boxen, ne? Dass du das halt so abscannen musst. Das mache ich mal eben, dass ich mir so ein bisschen das Motto anschaue. So. Ach, guck mal, das nennt sich auch die Sommer Discovery Box. Mhm. 5 Produkte, 4 davon in Verkaufsgröße. Make-up ist in jeder Box auch mit drin. Dann Star-Marken haben wir hier auch drin enthalten, über 105 € wert. Ohne Verpflichtung. Ach, guck mal, das ist quasi dann eine Box, die jetzt nicht als Abo-Box ist. Das ist auch interessant, ne? Also wie gesagt, ich habe keine Info dazu, aber Blessing Claudine müsste eigentlich funktionieren. Ja, schön. Sommer Discovery Box. Dann entdecken wir hier mal den Sommer. Hier sehen wir einmal meinen Inhalt. Also für diejenigen, die schnell sehen wollen, tada. vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn du jetzt schon gehen willst, ich würde mich mega freuen. Generell, also wenn ihr Bock habt, diesen Kanal zu unterstützen, mich zu unterstützen, dann ja, abonniert super gerne den Kanal, das ist kostenlos. Und ich lade sehr, sehr regelmäßige Videos hoch und bald seht ihr noch mehr Adventskalender-Unboxings von mir. Ja, die Zeit ist schon am Abgehen. Okay, ich greife hier mal erstmal das Größte raus, also das ist quasi der Elefant im Raum. Alter Schwede! Benefit The Real Magnet, das ist eine Mascara in der Originalgröße. Das finde ich abgefahren. Das finde ich richtig abgefahren. Also ich sehe sie hier auf diesem Vorschaubild nicht, ne? Das heißt, ich gehe davon aus, dass nicht alle sie drin haben. Krass. Also das muss ich wirklich sagen, die ist super. Das ist eine High-End-Mascara, die einfach richtig, richtig gut ist. Die soll irgendwas Magnetisches drin haben, dass wenn du halt quasi sie schichtest, dass dann im Laufe der Zeit quasi die Wimpern auch von alleine sich so curlen und so. Keine Ahnung, ist ganz abgefahren. Und ich finde sie super. Ich habe sie selber auch noch da. Ich kann die doch dann auch in meinen Full-Face Beauty Box mit aufnehmen. Das habe ich nämlich gerade auch nochmal geschminkt mit dem, was ich so aktuell da hatte, ne? Wie gefällt es euch? Schaut gerne beim Video vorbei. Kommt bald, ne? Muss erst noch geschnitten werden. Ich habe es gerade erst gedreht. aber dass ich die hier drin habe, das ist ja mal der Wahnsinn überhaupt. Finde ich richtig, richtig geil. Ich hatte die auch mal antreten lassen gegen die normale The Real Mascara. Da hatte die The Real, die normale, gewonnen. Das ist ein bisschen witzig, ne? Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man sehr, sehr empfindliche Augen hat, ne? Weil die kann pieksig sein, das habe ich schon von manchen gehört. Ich komme damit vollkommen gut zurecht. Ich mag die sehr, sehr gerne. Bin gerade ein bisschen geflasht, dass die einfach mal hier so random
in der Originalgröße drin ist. Dann habe ich von Green Barbet ein Körperpeeling drin enthalten mit Gingembre und Argum. 99% natürliche Inhaltsstoffe, 30 Milliliter, das ist eine kleine Reisegröße. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie was Riesiges, da kommt man vielleicht zweimal mit aus, kommt ganz drauf an. Ne? Und ja, kann man sich dann vielleicht ganz gut in Urlaub mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, womit die Peelingpartikel sein werden. Ich bin ja immer so ein Fan von Salz- oder Zuckerpeelings, weil es halt so richtig schön am Körper schrubbelt. Im Gesicht mag ich ja nicht so gerne so halt mechanische Peelings, aber das ist ja eh ein Körperpeeling. Geil, ich bin immer noch von der Mascara geflasht. Aber wie gesagt, die hat nicht jeder drin. Ne? Das habe ich jetzt auf dem Vorschaubild nicht gesehen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass da halt Unterschiede sein können. Dann habe ich die NYX Creme Fraiche de Beauté. Das ist eine Make-up Remover Milk, eine Plumping Mask und eine 48 Stunden Moisturizing Cream. Hä? Das ist abgefahren. 15 Milliliter haben wir hier auf jeden Fall drin. Das heißt, wahrscheinlich ist es sehr, sehr reichhaltig und ölig, sodass man damit dann entsprechend auch die dann als Make-up-Entferner nehmen kann. Wobei du kannst alles, wo irgendwelche Öle drin sind, eigentlich als Make-up-Entferner nehmen, ist klar. Ne? Plumping Mask finde ich übrigens sehr interessant. Das, also, finde ich wirklich. Ich glaube, ich hatte die auch irgendwie schon mal irgendwo drin. Ich muss die mal wieder ausprobieren. Und 48 Stunden Moisturizing Cream stelle ich mir sehr abgefahren vor. Wenn du die nämlich als Maske und als Make-up-Entferner nehmen kannst, frage ich mich, ob da wirklich dann auch Make-up drauf hält. Weil das ist ja quasi, wenn ich die morgens... Das ist dann eher eine Abendcreme, oder? Ja, würde ich tatsächlich sagen. Ja. So, zwei Produkte habe ich noch. I Want You Naked High Potential Face Toner. Genial. Hydrating, da haben wir, wie viel Milliliter drin? 30. 30 Milliliter, okay. Ich finde, Toner sind einfach sowas Schönes und wir haben sie so selten in Boxen oder so drin enthalten. Und ich teste mich ja auch gerne durch, um euch da ein bisschen was zu sagen zu können. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe den schon mal verwendet, aber jetzt habe ich ihn ja nochmal da. Und das ist eine super schöne Marke. Also ich mag die Produkte von der Marke wirklich gerne. Die sind halt wirklich, wirklich, wirklich immer ziemlich abgefahren teuer. Ich weiß jetzt nicht, das ist nämlich auch so sehr, sehr natürlich mit Vitamin B3, also quasi mit Niacinamiden. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man gegebenenfalls auch irgendwie ein Vitamin C Serum morgens verwendet, dass man das jetzt nicht unbedingt damit in Kombi verwenden sollte vielleicht, ne? Joa, schön. Anti-Aging Ingredients, Hyaluronsäure, Adenosin und so. Das finde ich toll. Ich gucke gerade einfach mal ganz neugierig, ob hier irgendwas draufsteht mit MHD oder so, aber das tut's nicht. Ja, 3 Monate nach Öffnen sollte man das aufgebraucht haben. Ich glaube, dafür brauche ich eine Woche. Ja, sehr, sehr nice. Das finde ich echt cool. Also wirklich eine sehr abgefahrene Box, die ich hier habe. Gut, ein Flop muss er dabei haben. Das ist hier von Mutmaski Glam Care Glowy Illuminating Blush Drops. Die hatte ich schon mal in einem Adventskalender, 15 Milliliter. Ich finde, das ist einfach ein Blush, den man nicht sieht. Also das ist ein Produkt, was vielleicht vergessen wurde zu testen, bevor es auf den Markt gebracht wurde. Naja, also ich finde es jetzt nicht so cool. Ja, aber ich verzeihe es der Box, weil die anderen Produkte sind ja wohl mal der Wahnsinn. Ja, hat jemand von euch diesen Blush schon mal irgendwie ans Laufen bekommen? Also, dass der irgendwie auf dem Gesicht funktioniert? Weil ich bin ja super hell. Und wenn ich den schon nicht sehe auf meinem Gesicht, frage ich mich, wer soll den denn dann sehen können? Keine Ahnung. Finde ich ziemlich crazy. Ja, generell, also diese Box finde ich, das ist so verwirrend, also dass ich überhaupt diese Box ohne Informationen bekommen habe. Ich werde euch trotzdem das Video drehen und hochladen, ne, gar kein Problem. Aber dass ich halt auch so einen krassen Inhalt drin habe, diese Mascara und so. Ich werde mir nachher mal die Videos von den Kolleginnen anschauen, um da mal zu gucken, was die so drin hatten. Aber ich glaube, wenn man diesen Inhalt drin hat, freut man sich wie Bolle darüber. Und ich überlege gerade hart, ich glaube... Ja, komm, wir machen das einfach mal. Ich werde meine Box, die ich hier jetzt ausgepackt habe, genau diese, ne? Ich habe zwar noch keine weitere Verlosungsbox oder so bekommen, aber die hier werde ich jetzt verlosen. Das heißt, ihr bekommt diese Mascara dann auch. Also ich setze euch mal die Infos dazu in die Infobox, schaut da gerne mal rein. Und ja, genau, dann mache ich euch nämlich auch noch eine kleine Freude mit dazu. Ich glaube, das freut euch auch. Ja, denn ich, ja, ich glaube, das kommt ganz gut. Ihr Lieben, so, das wäre es ja schon wieder von mir gewesen. Und wie fandet ihr diese Box? Habt ihr die Box vielleicht auch schon bekommen? Was hattet ihr so drin? Das würde ich echt gerne mal wissen. Ihr Lieben, Mensch, bin ich verwirrt. Das wäre es ja gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.